Be good. Bewegung! Erst entsichern, Schwachkopf. Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie. Und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Du leidest, du leidest. Du leidest mit mir. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen Sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiße, Hudson ist aufgetaucht. Ted, ich hab Angst und ich brauch Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. David, warte! Geh zurück zur Armee! Wie damals bei Moms Tod. Lieutenant Colonel North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Holen Sie ihn raus, CIA. Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Es ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei, schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden, analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und dessen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. Savimbi, Sie müssen helfen! Geh kaputt! Das Feuer ist zu. Manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssen hier weg, sonst sterben wir auch noch. Mörserfeuer! Die MPLA bereitet einen Angriff vor! Wenn Sie einen Kampf wollen, dann bekommen Sie einen! Bewegung! Mason, hörst du mich? Was gibt's, Hans? Die MPLA-Truppen nähern sich eurer Position, etwa 1 Kilometer nördlich. Ja, Savimbi führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier, das muss man ihm lassen. Was ist mit Wood?
Satz, wenn wir seine Position bestätigen? Sie wenden sich ständig von einem Ort zum anderen. Wir vermuten, dass Arinis Leute sich bald legen.
nicht versinken. Eine gefährliche Rettungsaktion, meine Freunde. Er wird festgehalten von einem Waffenhändler aus Nicaragua. Ein sehr gefährlicher Mann. Wo? Etwa 2 Meilen nördlich. Er ist auf einem Transportkahn auf dem Fluss Cubango. Er könnte schon tot sein. Los geht's, Hals. Verschwand in Vietnam. Mein Vater dachte, ich wäre tot. Der ganze Scheiß, den Kravchenko ihm angetan hat. Die Zahl, Reznov steckt in seinem Kopf. Er hatte keine Ahnung, was real war. Wie denn auch? Kravchenko, den elenden Bastard aufzuschlitzen, hat uns alle gerettet. Er wacht zuerst auf. Boom. Willkommen im Hanoi-Helden. Ein halbes Jahr später schafften sie mich nach Da Nang. Gegen den Scheißort war das Helden echt gut. Meine Gruppe hat 17 verloren. Und 72 war nur noch ich übrig. Ich wollte nicht in einem Scheißsumpf sterben. Das letzte Kanonenboot. Okay, Mitch, wir sind sicher. Mach den Container auf. Hilf mir mal, Mitch. Oh mein Gott. Woods, bist du hier drin? Wie
Leichen sind stark verwest. Die Männer sind schon seit Wochen tot. Woods? Frank? Frank! Ich bin's. Mason. Was haben die mit ihm gemacht, Hudson? Ich hole ihn. Wir haben jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit jedes MPLA-Soldaten hier. Wir müssen los. Komm schon, Woods. Ich helf dir. Ich hab dich, Bruder. Voraus. Die Antenne bedeutet, sie haben ein Funkgerät. Wir können Savimbi um Evakuierung bitten. Moment. Hinter den Stamm in Deckung. Was zur Hölle machen die Kubaner hier? Das sind nur Kinder. Continua chorando por sua mãe? Você quer ser criança ou quer ser homem? Mexe-se, procura a área toda por eles. Gehen wir. Verdeckt bleiben, den Kopf unten halten. Nicht bewegen, sie sollen vorbeigehen. Okay, auf mein Zeichen rennen wir zur Holzhütte. Jetzt! Nicht bewegen. Noch mehr Patrouillen. Auf mein Zeichen gehen wir zum Gras. Zusammenbleiben!
Position halten. Sie sind direkt vor uns. Okay, es geht los. Raus aus dem Gras. Du schaffst das, Frank. Ich rufe per Funk Hilfe. Ich kümmere mich um Woods. Pass da oben auf dich auf. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Mullah Rahman, kümmern Sie sich nicht um die lokale Politik. Prosta marionetka, как ты? Вели, как сказано. Du bist tot, wenn du nicht genau das tust, was ich sage. Stell das Funkgerät auf. Du wirst mich töten. El americano le está diciendo que no se mueva. Él piensa que está en control, pero él no es. Los americanos no saben nada sobre la lealtad. Quizás nosotros deberíamos demostrarlo. ¡Tu hurensohn! Wir sind unterwegs. Geht zum Strand! Steht die Evakuierung? Negativ, wir sind allein. Zum Fluss gehen! Verdammt sich! Das halbe Dorf ist anscheinend hinter uns her! Was zur Hölle ist da hinten passiert? Lass den Scheiß hatzen! Sie kommen näher! Wir brauchen mehr Zeit! Bewegung! Verdammt! MG kommt auf den Wasserfall!
Ich mach das. Bring Wurz in Deckung. Frank, wir kommen raus. Nein. Scheiß Russen. Verdammt, kein Entkommen. Hatten Sie schon Angst? Hä? Beeilung! Na los! Mich nicht töten. Wegen deinem Dad. Er hat alles für mich riskiert. Ehre, Freundschaft.